Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Professor Willingmann, zuerst einmal möchte ich mich herzlich bedanken für das Lob, das Sie der Koalition ausgesprochen haben, für Ihre Pläne in der Wirtschafts- und Strukturpolitik. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie haben dieses Lob für das ganze Haus zum Ausdruck gebracht. Also herzlichen Dank dafür. Das ist eine gute Basis für die Zusammenarbeit in diesem wichtigen Politikfeld in den verbleibenden 3,5 Jahren dieser Legislaturperiode. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Jahreswirtschaftsbericht 2018 hat gezeigt, Deutschlands Wirtschaft hat sich im Jahr 2017 erneut sehr erfreulich entwickelt, sogar deutlich erfolgreicher, als es noch Anfang des Jahres von der Bundesregierung erwartet wurde. Die Wirtschaftsleistung ist um 2,2% gestiegen. Das bedeutet auch, Deutschland schafft nun schon im 8. Jahr in Folge ein ganz beachtliches, ordentliches Wirtschaftswachstum. Für das Jahr 2018 sehen wir eine Fortsetzung dieses positiven Trends. Die Bundesregierung rechnet mit einem Wachstum von 2,4%. Das ist 0,5 Prozentpunkt mehr, als noch in der Herbstprojektion zu erwarten war. Insgesamt hat der Aufschwung an Breite und an Substanz gewonnen. Die Binnennachfrage bleibt dabei tragender Pfeiler des Aufschwungs. Grundlage dafür sind die erfreuliche Beschäftigungsentwicklung und ordentlich steigende Löhne. Durch die sehr gute Konjunktur werden die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten zunehmend ausgelastet. Wir bewegen uns langsam in eine leichte Überauslastung hinein. Die Unternehmen werden deshalb in den nächsten Monaten und Jahren mehr investieren und ihren Kapitalstock erweitern müssen. Überhitzungserscheinungen, wie zum Beispiel eine beschleunigte Preisentwicklung, zeichnen sich aber in der Breite der Wirtschaft nicht ab. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der diesjährige Jahreswirtschaftsbericht trägt den Titel »Wirtschaftlich gestärkt in die Zukunft«. Die Bundesregierung hat in der vergangenen Legislaturperiode zahlreiche Impulse zur Stärkung unserer Wirtschaft gesetzt. Die im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode vorgesehenen Maßnahmen werden die deutsche Wirtschaft weiter stärken. Lassen Sie mich kurz einige wenige wirtschaftspolitische Kernbereiche anführen, die ja auch in der vorliegenden Empfehlung des Bundesrates genannt sind. Stichwort Digitalisierung. Die Digitalisierung ist einer der wichtigsten wirtschaftlichen Trends überhaupt. Ihre Chancen werden wir nur nutzen können, wenn wir die digitale Transformation aktiv gestalten, die dafür notwendigen Infrastrukturen bereitstellen und eine digitale Ordnungspolitik entwickeln. Deshalb sieht der Koalitionsvertrag insbesondere eine Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 vor. Um die deutsche Wirtschaft fit zu machen für die Digitalisierung, wollen wir ferner unter anderem Aktivitäten der Plattform Industrie 4.0 ausbauen. Ob im Bereich der Digitalisierung oder darüber hinaus, Innovationen sind für den Erfolg des Wirtschaftsstandortes Deutschland unerlässlich. Deswegen ist es gut und richtig, dass der Koalitionsvertrag eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung vorsieht. Stichwort Fachkräfte. Um die Fachkräfteversorgung zu sichern, müssen wir zum einen die inländischen Potenziale noch besser nutzen. Dazu gehört auch, dass wir die Erwerbsbeteiligung weiter erhöhen. Deswegen wird die Bundesregierung gemäß Koalitionsvertrag Länder und Kommunen weiterhin unterstützen beim Ausbau des Angebots und bei der Steigerung der Qualität von Kinderbetreuungseinrichtungen und dem Angebot an Kindertagespflege, sowie zusätzlich bei der Entlastung von Eltern, bei den Gebühren bis hin zur Gebührenfreiheit. Zum anderen müssen wir noch attraktiver werden für hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland. Das im Koalitionsvertrag vorgesehene Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist der richtige Ansatz dazu, wie der Bundesrat ja auch in seiner Empfehlung schreibt. Stichwort Investitionen. Die Investitionsausgaben des Bundes sind in der vergangenen Legislaturperiode um rund 40% auf 34 Milliarden Euro im Jahr 2017 gestiegen. Nur mal zum Vergleich. Die Gesamtausgaben des Bundes haben im selben Zeitraum lediglich um knapp 6% zugelegt. Für dieses Jahr ist ein weiterer Anstieg der Investitionsausgaben geplant. Rund 90% der Investitionen in Deutschland werden von privaten Unternehmen geleistet. Um private Investitionen anzuregen, müssen wir auch weiterhin unnötige Bürokratie abbauen. Deshalb sieht der Koalitionsvertrag vor, dass im Rahmen eines Bürokratieabbaugesetzes 3 insbesondere die Statistikpflichten weiter verringert werden. Stichwort regionale Strukturpolitik. Der Koalitionsvertrag sieht vor,
dass die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur weiterhin auch und gerade die wirtschaftlichen Strukturprobleme ländlicher, aber auch städtischer Räume adressieren soll. Sie soll damit auch zum Abbau des Strukturgefälles innerhalb von Bundesländern beitragen. Ebenfalls wollen wir weitere Bundesprogramme im Rahmen der Konzipierung des gesamtdeutschen Fördersystems daraufhin überprüfen, ob und wie sie zur Förderung strukturschwacher Regionen beitragen können. Dabei sollen, wie auch in der Empfehlung des Bundesrates gefordert wird, die fachpolitischen Zielrichtungen der Programme gewahrt bleiben. Ferner soll laut Koalitionsvertrag eine Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung unter Einbeziehung der unterschiedlichen Akteure aus Politik, Wirtschaft, Umweltverbänden, Gewerkschaften sowie betroffenen Ländern und Regionen eingesetzt werden. Sie soll insbesondere einen Plan zur schrittweisen Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung erarbeiten, einschließlich eines Abschlussdatums und der notwendigen rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und strukturpolitischen Begleitmaßnahmen. Gegenstand der Kommission soll dabei auch die finanzielle Absicherung für den notwendigen Strukturwandel in den betroffenen Regionen und ein Fonds für den Strukturwandel aus Mitteln des Bundes sein. Dafür haben wir in dieser Legislaturperiode alleine 1,5 Milliarden Euro vorgesehen, also ein ganz wesentlicher Beitrag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser kurze Aufriss zeigt, die deutsche Wirtschaft ist sehr gut aufgestellt. Es gibt aber auch noch eine Menge zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Es liegen keine weiteren Worte.